Tobias könnte ruhig auch mal stärkere... Oh mein Gott. Stärkere Attacken erlernen. Ich nehme den hier! Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Real Life Encounter Log live aus Japan. Und hier gibt es im Supermarkt übelst günstiges Essen. Ich glaube, ich habe noch keine so eine Bento-Box gezeigt. Aber für nur hier 3,50 Euro bekomme ich Lachs, dann noch irgend so ein Fischding. Hier drunter ist noch ein Stück Hähnchen, ein Ei, Gemüse und Reis. Es ist eine komplette Mahlzeit für weniger als einen Döner mittlerweile in Deutschland. Das heißt, wenn du hier so in den Supermarkt gehst, kannst du auf jeden Fall richtig easy überleben, was so Lebensmittel angeht. Also Mieten ist teuer, Gemüse, Obst selber kaufen ist auch recht teuer. Oder irgendwie selber Lebensmittel einkaufen ist ziemlich teuer, aber wenn du so Fertiggerichte, das ist eins der geilsten Fertiggerichte, die ich je gesehen habe, aber wenn du dich von sowas ernährst, dann kommst du halt ziemlich gut über die Runden. Generell essen gehen ist günstig. Also auch Ramen, so irgendwo essen gehen, kostet 7 Euro. Kannst auch für 5 Euro bekommen, wenn du gut bist, so. Können wir jetzt dieses Item hier mal aufsammeln? Eine Kapsel X an. Ah, okay. Nicht, dass wir X-Angriff bräuchten, aber mir ist gerade eingefallen, ich wollte mich mal damit auseinandersetzen, wie es ist, hier Statuswerte zu pushen und da irgendwie aufzuleveln. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Und du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Okay, kurzer Check unseres Teams. Slatano ist wahrscheinlich ein ziemlich kranker Lead. Wen können wir denn nicht reinwechseln, weil er zu schwach ist? Solch ein Pokémon würde ich gerne an Position 1 packen. Das könnte Bossrack sein. Oh, und Luna. Lass mal mit Bossrack liegen. Keine Ahnung, womit sie kommt. Los geht's! Hui, hui, hui. Tabea. Show me what you got. Top. Weder Bossrack noch Tauboga wären hier ein guter Lead gewesen. Weil wir haben... Ja, nee, das wäre Selbstmord, hier einfach drin zu bleiben. Gar keinen Bock drauf. Konsti hatte doch irgendwie auch krasse Verteidigung. Ja, Spezialverteidigung. Ja, krasse Verteidigung, nicht so. Slatano ist wahrscheinlich... Oh ne, hat sogar eine schwächere Verteidigung. Ein bisschen als Konstantin. Na Konstantin, zeig mal. Regel mal für uns hier. Ich habe außerdem noch im Kopf, dass mir gesagt wurde, Mensch, Evoli kann so eine Sonderattacken erlernen und da sollte ich mich doch bitte mal umschauen. In Azuria wäre das möglich gewesen. Der Weg zurück ist jetzt ein bisschen lang und beschwerlich. Aber in Prismania gibt es auch wieder so eine Superattacke. Und wenn wir nach Safronia reinkommen, dann ist es auch wieder leichter, nach Azuria zu kommen. Oh. What? Das war ein Volltreffer. Ey, Kleinstein hat uns aber auch gut runtergehittet. Vielleicht hätten wir mal für einen Panzerschutz gehen sollen.
Oh Mann, ich hab. Was ich hier mache, ist schon wieder super risky. Wenn es halt ein Volltreffer wird, dann sind wir raus. Okay, wir sind zurückgeschreckt. Alles klar, danke, Kleinstein. Ach so, sie hat nur ein Pokémon. Sie hat nur ein Pokémon. Na, dann ist ja easy. Dann hätte ich gar nicht so einen risky Move machen müssen. Sie sagt, sie sei stark und bringt einen Kleinstein. Boah, jetzt Finale, ne? Jetzt Finale. Kleinstein-Finale. Aber wenn wir. Es ist halt super schnell. Dieses Vieh. Wenn wir geschaufelt sind und ein Finale kommt, dann geht's daneben, ne? Goodbye. Okay, ich habe keine Ahnung, was uns in diesem Turm noch erwartet. Darum werde ich mal fix zurück heilen gehen. Oder sie heilt uns? Heilst du uns? Unser Kampfer hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich neulich hier gefunden habe. Evoli-Bonbons. Okay. Ich habe auch ein paar dieser Bonbons, mit denen man Pokémon stärker machen kann. In meinem Bonbonglas. Sind Sie sicher? Bonbonglas. Evoli-Bonbon. Voller Energie. Sämtliche Statuswerte. Okay. Spezial. Spezial. Wollen wir mal ein paar hier Bonbons verteilen oder was? Wir nehmen jetzt mal hier so ein Evoli-Bonbon. Was passiert denn? Benötigt einen. Okay. Überall plus eins für so ein Bonbon. Benötigt immer noch nur einen. Okay, jetzt haben wir 100 KP. Hä? Bleibt es so oder was? Vielleicht mal was anderes benutzen. Wen wollen wir denn pushen? Wir haben. Also Slatano ist halt schon voll entwickelt. Das wird nicht mehr. Keine krassen, also weiteren krassen Boosts bekommen. Weshalb die einzige Möglichkeit diese Bonbons sind. Und der ist mixed mit Donnerblitz. Und ist unser Spätzdev. Krassestes Spätzdev-Monster. Neben Konstantin. Alter, wenn Konstantin sich entwickelt, ist der ja übelst krass. Übelst krass in der Spätzle. Ich booste jetzt einfach mal den Angriff auf Slatan. Mit Stärkebonbon, oder? Ja. Davon haben wir auch einige. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel das macht. Plus eins. Und es benötigt immer ein. Hä? Okay. Na gut. Und es steigt nicht weiter an, dieses benötigt. Ich hätte gedacht, es so. So ein System, das gibt's ein Bonbon und danach brauchst du halt zwei und danach drei und danach vier. Du entwickel dich mal noch. Du bist schon relativ schnell und ist irgendwie noch unklar, ob wir speziell angreifen oder normal angreifen wollen. Normal. Physisch halt.
Du bist auch noch nicht vorentwickelt. Wie viel Bonbons muss ich Evoli geben, damit sich da was ändert an diesem benötigt? Was macht ein Stärkebonbon plus? Ab Level 30. Okay. Hä? Macht exakt das gleiche. Nur, dass man es erst ab Level 30 einsetzen kann. Okay. Wow. Ich habe 69 Robustbonbons. Jesus. Wie? Keine Ahnung. Brauch ich nochmal eine Erklärung für. Ey, wir haben so viele Robustbonbons. Sorry Leute, jetzt geht's die ganze Zeit um Bonbons und wir wollten... Also eigentlich will ich immer ein bisschen Progress machen und jetzt beschäftige ich mich hier mit den Bonbons, was ich quasi auch offscreen machen könnte. Die höchste Verteidigung hat... Ah, Arkanisch. Nee. Nee, hier Dingens. Konstantin. Konstantin ist ja die übelste Wall. Ich hau da mal ein paar Verteidigungsbonbons rein. Einfach, weil wir es haben. Ah, warte. Nee, Moment. 70? 71, ja. Wasserspätz ist auf 79. Wie oft können wir das jetzt machen? Ah, oh, benötigt 2. So, jetzt ist es gleich auf Spätzdef und physische. Lass mal weitergehen jetzt. und nochmal fix heilen. Vielleicht finden wir unterwegs ja auch spannende Charaktere, denn ich habe das Gefühl, ich sollte mehr mit Leuten quatschen. Gerade eben wegen diesen Evoli-Attacken, von denen ich überhaupt nichts wusste, weil ich einfach nicht mit Leuten rede. Und ihr mir das quasi erst sagen musste. Oh Mann. Hier. Team Rocket würde für Geld jede noch so böse Tat vollbringen. Meinst du? Das Team Rocket, was ich in der letzten Folge oder der Folge davor begegnet bin, das wirkte ziemlich nett. Exemplare tauschen? Exemplare... Okay, Dicta. Dicta? Wir haben Dictri, aber verstorben. Willkommen im Pokémon Center. In der letzten Folge habe ich auch gesagt, hey, auf die Musik müssen wir mal achten. Denn die ist einfach mega nostalgisch, mega geil hier in Lavandia. In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster herumspucken. In letzter Zeit ist es nicht immer so. Ah ne, es hat was mit Team Rocket zu tun. Okay. Wer wohnt hier? Das Pokémon-Clubhaus. Come check it out.
Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause, wohin er gegangen sein mag. Wahrscheinlich ein paar Pokémon retten im Pokémon-Turm. Okay, da gehen wir jetzt auch hin. Leute, wir wollen ein bisschen Kämpfe sehen, ein bisschen Progress sehen, nachdem wir den Typ hier angequatscht haben. Ziehen wir weiter. Ich bin auch auf die Story gespannt. Jemand hat berichtet, dass die Story zum Weinen ist. Und, ey, wir haben ja noch einen Encounter. Wir haben noch einen Zubat hier zu fallen. Hey, Tragosso! Ist nirgends zu sehen. Was das? Ein Gespenst. Mick, komm mal hoch hier. Verlass diesen Ort. Nanu? Wasser. Ja. Tragosso sieht unheimlich traurig aus, als es die Treppen hinunterstapft. Verlass diesen Ort. Oh mein Gott. What is happening? Okay. Ja. Komm mal gar nicht weiter. Die Geister schicken uns hinfort. Da brauchen wir wohl noch. Hier. Wie heißt denn das? Von der Sylph Corporation. So ein Geister-Enttarnungsgerät. Keine Ahnung. Gib dir immer schön Mühe, wenn du dir einen neuen Spitznamen für dein Pokémon ausdenkst. Oder willst du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen rumlaufen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir das. Wir können unsere Pokémon. Nicht unbedingt. Wenn du deine Kinder benennst, entscheidet sich ja auch nicht irgendwann später so. Nee. Kevin war jetzt irgendwie doof. Ich nehme einen anderen Namen. Bisschen schwierig. Sie haben Knogge entführt. Die Mutter von dem kleinen Tragosso. Und das wird. Ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, keiner hat sie je wieder gesehen. Das dürfen die doch nicht einfach machen. Oh, letztens habe ich gefragt, ob Tragossos bei der Geburt eines neuen Kindes direkt sterben, sodass sie ihren Schädel abgeben können und das neugeborene Tragosso einen Schädel hat. Aber vielleicht wird dieser Schädel auch abgeworfen während der Evolution zu Knogger. Und so wird quasi ja der Schädel von dem Ur-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 Großvater oder Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter immer weitergegeben. Also bei der Entwicklung gibt man den Schädel weiter ans nächste Jüngere. Das heißt, es hat den Schädel von der Mutter. Dann entwickelt es sich zu Knogger und gibt diesen Schädel weiter zu seinem Kind. Also hat das Tragosso ja dann den Schädel von der Uroma. Ich glaube, so ist es. Okay. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia. Und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Moment, hat es gerade mit James auch gesprochen? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Ui, was ist da los? Den Alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. James! Also, auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Tja. Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin. Also komm brav mit, in Ordnung.
Tra, tra. Oh nein. On, on, oh. Fall doch nicht darauf hinein. Das ist ja schrecklich. Oh, for real? Ja, sie wollen nach Prismania City und haben Togos mitgenommen. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Oh, das ist echt bitter. Ey, wir dürfen absolut nicht vergessen, dass wir noch einen Zubat da zu holen haben. Und jetzt sind wir auf Route 8. Hier war ich auch noch nie. Oder? Nee, kann ich ja gar nicht. Und hier müsste es doch auch einen Encounter dann geben. Sofern es hier eine Wiese gibt. Es sollte eine Wiese geben, direkt links von uns. Wo wir mit dem Zerschneider reinkommen, oder? Schauen wir gleich mal nach. Daniela kommt mit einem Pipi. Pipi. Wir bräuchten... Wir haben noch keine Giftattacke aufs Latane. Halt Toxin. Welches Level ist das Pipi? 26, Bossrack. Wie viel KP hat so ein Pipi? Sag nichts. Oh Mann. Sag einfach nichts. Ich habe gedacht so, ja, es macht halt festen Schaden. Ist egal, ob es sehr effektiv ist oder nicht effektiv oder was auch immer. Es sind immer 40 KP, die Drachenwut macht. But well. Nicht, wenn es halt gar keine Wirkung hat. Och, come on. Ach du Schönheit, muss das sein? Muss das sein, das ist einfach... Oh, wow. Ich würde gerne aufwachen, weil Metronom auch irgendwie ziemlich gefährlich ist. Falls da irgendwie eine Explosion oder sowas kommt. Oder irgendwas sehr effektiv. Wir haben gerade eine Hydropumpe einfach gefressen. Die sehr effektiv war. Okay. Haben wir avoided. Boah, okay. Weggeklatscht. Das Kleinstein letztens nicht. Aber Pibi. Ah, Kleinstein hat wahrscheinlich eine gute Verteidigung. Oh, sie ist angry. Sie ist angry. Und gibt uns 3 Pokebälle, womit wir hier den nächsten Encounter holen können. Wir nehmen den Spaltschnitt und schauen ins nächste Interview für Route 8, wo uns jemand einen Encounter empfehlen wird. Let's go. Habt ihr schon mal Kontakt mit Pokémon gehabt, jemals gespielt? Kennt ihr euch aus? Nö. Das ist super, denn dann wird es für mich umso schwerer, wenn ihr mir Pokémon für mein Team aussucht. Also quasi in dem Spiel sucht man sich normalerweise selber aus, mit wem man durch das Spiel geht. Und es wird natürlich umso schwerer, wenn mir jemand die Pokémon auswählt, der keine Ahnung hat. Okay. Und da, wo ich mich jetzt befinde, könnt ihr die mal nehmen. Gibt es diese Auswahl. Und ihr könnt mir jetzt zusammen eins aussuchen, was in mein Team kommt und womit ich dann weitermache. Okay. Meine Süßeste. Ich würde das oder das dann nehmen. Ich würde das hier. Yes! Wir haben endlich ein Feuer-Pokémon dabei.
Oh Mann, wieder ein Bullpix. Oh shit, da war eins und ich bin einfach in ein Torboga reingelaufen. Okay. Goodbye, Torboga. Wir holen uns Bullpix. Unser zweites. Karo Harz 2.0. Bullpix ist ein mega geiles Pokémon. Wir sind halt. Wir haben echt einiges an Feuer-Pokémon. Was, glaube, ziemlich unüblich ist. Es gibt halt nicht so viele Feuer-Pokémon in der Gen. Und wir haben einfach Glumanda bekommen. Hatten schon mal einen Vulpix. Wir haben Arcani geschenkt bekommen. Und dann jetzt das nächste Vulpix, Mann. Mega gut. Aber als ich diese Interviews geführt habe, habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass man halt so Arcani einfach geschenkt bekommt oder ein Glumanda halt auch drin ist. Karo Harz 2.0 bekommt aber auch einen besonderen Namen. Und zwar. Moment. Cheeseburger liegt hier rum. Ich werde mal hier die Toten weiter nach hinten packen. Oh, und ich muss generell mal wieder aufräumen. Mach ich offscreen. Unser neues Vulpix ist weiblich. Dann habe ich schon einen Namen. Dieses Vulpix wird unser kleines Sunshine. The Sunshine of the Day. Sunshine of the Day. Ich hoffe, du bist happy, ein Vulpix zu sein. Ich freue mich, Vulpix am Start zu haben. So. Was liegt hier noch rum? Ein Feuerstein. Einfach mega fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach direkt den Feuerstein für Vulpix bekommen. Oh, und das ist auch ein Abra. Holy shit, ein Abra wär ja auch mega. Stör mich gefälligst nicht. Das letzte Abra haben wir ja verkackt. Vielleicht, es gibt noch weitere Routen mit Abras, denke ich. Wir haben noch Chancen auf Abra. Wow, die kommt mit Kadabra. Wie ist unsere Spätzdev? Okayisch. Wir werden mal sehen, wie viel. Boah, what the hell? Naja, ist halt ein Kadaver, ne? Können wir also auswechseln? Boss hat gar keinen Bock drauf. Konstantin ist unsere Wall. Slatano kann es aufgrund seines Gifttypens nicht so ab. Konstantin kommt rein und hat auch einen Biss, oder? Unlichtattacke. Oh, wir kriegen die Verwirrung. Das ist nicht gut. Wir müssen jetzt durchkommen. Wir müssen jetzt durchkommen durch die Verwirrung. Oh no. Konstantin ist einfach instant unbrauchbar geworden. Tobias hat was für eine Verteidigung? 56er Spätzle, wäre es auch nicht so doll. Dann wird es bei Evoli sein. Anna Banana, immer unsere letzte Hoffnung. Immer wenn nichts mehr geht, kommt Anna Banana rein und muss regeln. Und hat richtig Bock, hier aufzumischen. Uiuiui. Ah, okay, ein Crit. Alles klar. Auch hier haben wir den Biss drauf. Blitz, come on.
Ja. Genau. Ein Blitz und wir verfehlen. Bis. Bestenfalls werden wir jetzt noch verwirrt. Und kommen dann gar nicht mehr durch. Oh mein Gott, ey. Wie heftig kann bitte so ein Kadabra sein? Alright. Alright, liebe Leute. Wir sind an den Vulpix gekommen. Ein bisschen kleinen Story-Fortschritt gemacht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach mal Bonbons ausprobiert. Achso, es kommt noch ein Pokémon. In der nächsten Folge haben wir hier auf der Route noch einige Trainer zu bekämpfen und dann freue ich mich, weil dann kommt der Tunnel nach Prismania, ne? Und dann können wir Evoli auch mal Sonderattacken beibringen. Slatano schon leicht angehittet. Hat auch nicht so die geile Verteidigung. Uiuiui, das wird ja jetzt nochmal spannend hier. Und gegen Kampf, was da gut? Feen, Psycho. Haben wir alles nicht. Noch mehr? Arcani hat noch eine bisschen bessere Verteidigung. Achso, Flug natürlich. Da. Dass ich da nicht direkt. Aber Mann! Ey, mit einer Verteidigung von 48 und es ist ein Normal-Pokémon, kann ich Tauboga halt nicht reinschicken. Das ist echt super lästig, dass so viele Vogel-Pokémon zusätzlich noch den Normaltyp haben. Why? Ist es nicht sogar so, dass es irgendwie nur ein Pokémon gibt oder so, was ein purer Flugtyp ist? Lasst es mich gerne mal wissen, welches das ist und ob das wirklich so ist. Oder ob das Quatsch ist, was ich erzähle. Unlicht ist, glaube ich, Quatsch, oder? Von daher müssen wir auf Blut gehen. Tobias könnte ruhig auch mal stärkere... Oh mein Gott. Stärkere Attacken erlernen. Ah, es kommt Steinattacken. Oh, dieses Mashok. Dieses Mashok. Ich wollte die Folge einfach mal beenden. Aber dieses Mashok macht uns massiv Probleme. Das wird ja jetzt spannend. Okay, es hat 20 Schaden gemacht. Und bekommt dabei Rückstoßschaden. Slatano ist ein Biest. Schaufler reicht aus. Schaufler reicht aus. Wir brauchen jetzt nicht noch irgendwelche Toxinspiele machen, um hier auf Zeit zu spielen. Wir können eh nichts mehr reinsenden. Es würde eh alles sterben. Oh, come on. Dein Ernst? Oh, aber ja, man. Rückstoßschaden regelt. Oh, das war gut. Das war gut. Holy shit. Ja, haut nochmal auf den Daumen für diese Spannung zum Ende hin. Und wenn ihr neu dabei seid, überlegt mal auf den Subscribe-Button zu klicken. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und wir sehen uns in der nächsten Real-Life-Nuzlocke-Folge. Bis dann. Ciao.